Juhu, höher kriege ich euch mit dem Stativ gar nicht. Vielleicht sollte ich noch mal das Fenster zumachen. Hier läuft nämlich der Berufsverkehr. Ich glaube, es ist ein bisschen besser, weil das Mikrofon ja ein bisschen von der Umgebungsgeräuschen einfängt. Es ist Montag und wir stehen in meiner Küche, in unserer Küche. Ich habe neulich mal so einen Anflug gekriegt, deswegen gucke ich gerade in den Hintergrund und habe dann zu Sven gesagt, wenn ich irgendwann mal einen Rappel kriege, hättest du was dagegen, wenn ich die Küche mache? Also malern. Die müsste dringend mal gemalert werden. Und ich möchte hier hinten mit den Gewürzregalen einfach nochmal was machen. Das habe ich mal selbst gebaut. Das war eins meiner ersten Geburtstagsgeschenke für meinen Mann. Eine Idee aus Dänemark mitgebracht. Da war es normalerweise so ein Sprossenfenster, wo so Tassen dran hingen. Das habe ich dann selber gebaut. Und auch hier unser Memo-Board. Ich bin am Überlegen, deswegen gucke ich nicht in die Kamera, sondern mehr so in den Hintergrund, weil ich es gerade so schön sehe, eine große MDF-Platte zu machen und dann diese Bilderleisten von IKEA draufzusetzen, um da meine Gewürze schön anzubringen und zu stapeln, die Wand dann auch weiterziehen bis hier. Hier ist nachher gleich die... Ich kann das Stativ ja drehen. Da ist ja unsere Tür. Nochmal weiterziehen bis hinter die Tür. Und da vielleicht auch nochmal ein Board mit anbringen für unsere Bretter, die hier stehen. Da ist ja auch der Heizkörper, da muss man mal gucken. Aber so eine große MDF-Platte ist halt ganz cool, weil ihr müsst sie normalerweise nur in 2, 4, vielleicht auch 6 zur Sicherheit nochmal an 6 Schrauben befestigen und können quasi alles, was ihr dran schrauben wollt, an Sachen dran setzen. Da bin ich am Überlegen, ob ich das einfach mal mache. Wir haben eine kleine Küche, wir haben sehr wenig Stauraum in der Küche, deswegen habe ich ja die Kammer aufgeräumt, damit ich mein Backzeug da ein bisschen unterbringe. Ich habe hier noch einen kleinen Billy stehen für Vorräte, aber ich habe zum Beispiel den Pax im Gästezimmer, da haben wir unseren Grill drinne stehen und die Wokpfannen und die großen Pfannen. Dann habe ich in den Schubladen meine Backform. Das kriege ich hier in der Küche alles nicht unter, das ist halt total doof. Darum soll es heute aber gar nicht gehen. Es ist Montag und ich bin im Homeoffice. Eigentlich wollte ich in die Werkstatt und ich werde wahrscheinlich heute Nachmittag auch nochmal in die Werkstatt gehen. Aber montags ist ja immer so ein bisschen mein Homeoffice-Tag. Und ich habe am Samstag ja noch Videos gedreht und geschnitten und alles. Und gestern habe ich ja den Rappel gekriegt mit der Kammer und deswegen will ich heute Büro machen. Das kann ich am besten im Moment zu Hause machen. Erstens werde ich nicht durch diesen ganzen tollen Bastelstoff da abgelenkt. Und es ist von den Temperaturen hier ein bisschen besser für mich zu handeln. Aber ich kriege noch eine Lieferung. Von Stampin' Up kommt, glaube ich, auch noch eine Lieferung. Deswegen werde ich wahrscheinlich gegen Mittag, heute Nachmittag mal rübergehen, aber dann auch wahrscheinlich wieder hierher kommen und ich habe keinen Bock mit dem ganzen Gewürsche wieder rüberzuziehen. Und ich habe gerade festgestellt, ich habe gerade für Schminki noch einen Aufgebraucht gedreht, das geht dann während unseres Urlaubs da irgendwann mal online. Das werde ich dann, das kann ich aber auch im Urlaub schneiden, das muss ich nicht heute schneiden. Und was ich mir jetzt mal vornehme ist, Urlaub ist das richtige Stichwort, wir fahren ja am Wochenende nach Dänemark und wir sind ja in Dänemark Selbstversorger. Wir mieten uns da ja immer ein Häuschen und da sind wir Selbstversorger. Nun ist Dänemark ja auch recht teuer und man muss, wenn man in Urlaub fährt, in so ein Häuschen natürlich auch das ein oder andere mitnehmen. Erstens an Lebensmitteln, deswegen habe ich mir hier schon mein kleines Büchlein genommen und alles, was mir im Laufe der Woche einfällt für den Einkauf, schreibe ich da rein. Und dann können wir am Wochenende einkaufen, was wir brauchen. Dadurch, dass ich Brötchen backen möchte, brauche ich natürlich einiges an Mehl und an Hefe. Und ich muss meinen Levi Domadre und Jürgen nochmal auffrischen. Mit meinem Dinkelsauerteig weiß ich nicht, ob ich so glücklich bin. Ich habe beschlossen, ihn Renate zu nennen. Aber ob Renate bei uns bleibt, wissen wir nicht. Aber das sind so die Sachen, die ich über die Woche noch machen werde. Und das, was ich mir heute als erstes vornehme, gestern haben wir einiges noch wieder in den Keller gebracht aus der Kammer und haben uns aus dem Keller gleich unsere, wir nennen sie liebevoll, Survival-Tasche mitgebracht.
das ist eine Sache, die ist im Laufe der vielen Jahre, wir waren 2009 das erste Mal zusammen auf Fanö und im Laufe der Zeit, aus den Erfahrungen heraus, die wir machen, ist diese Tasche entstanden. Der ausschlaggebende Punkt war der, als wir da irgendwann mal Sonntagabend angekommen sind, es wurde kühl und wir wollten uns unseren Kamin anmachen und hatten aber kein Feuer. In dem ganzen Haus waren weder Streichhölzer noch Feuerzeuge, alle Geschäfte auf Fanö zu. Und dann sagt Sven, hast du nicht ein Feuerzeug? Und dann sage ich, auch nicht mehr. Wir hatten also kein Feuerzeug. Und da habe ich gesagt, und jetzt machen wir das endlich mal final, nehmen uns einen Zettel und packen so eine Tasche, die wir nur nehmen, wenn wir in Urlaub fahren und da das Wichtigste drinne haben. Und da gehen wir mal durch, die gucke ich jetzt nämlich durch, ob wir noch alles haben, ob wir noch was brauchen, ob mir noch was einfällt. Das Schwierige in diesem Jahr ist, wir fahren in ein anderes Haus. Sonst sind wir nach Möglichkeit immer in dem Haus, in dem wir auch das erste Mal waren. Da wissen wir, was ist da, womit kommen wir klar, was brauchen wir auf alle Fälle, das wissen wir jetzt in dem Haus nicht. Es ist ein bisschen moderner als unser anderes Haus, deswegen hoffe ich, dass ein bisschen mehr da ist, dass ich nicht so viel vermissen werde. Aber was in unserer Survival Bag drinne ist und was da auch nie raus darf, sind Feuerzeuge. Also ich habe jetzt hier zwei, das brennt sogar noch und auch das brennt noch. Also zumindest der erste Abend ist gerettet. Dann haben wir hier drinne ein paar Kerzen, um es sich lauschig zu machen, und auch ein paar Teelichter. Dann haben wir Haushaltsrolle. Kann man sich natürlich alles da kaufen, aber wenn ihr am ersten Tag da ankommt und es geht euch aus oder es ist nicht da im Haus, meistens ist im Haus immer eine angefangene Rolle, aber man weiß es ja nicht. Deswegen eine Rolle Haushaltsrolle und eine Rolle Toilettenpapier. Wir nehmen so auch noch Toilettenpapier mit, aber wenn man ankommt und es ist kein Toilettenpapier da und man hat gerade mal das dringende Bedürfnis, ne, wichtig. Ossis hatten das früher auch immer im Auto, wenn sie in Urlaub gefahren sind. So, was haben wir hier noch drin? Die werde ich gleich mal nachfüllen, das sind Geschirrspültabs. Da werde ich gleich mal ein paar reinpacken. Und meinem Mann sagen, dass er Geschirrspültabs für zu Hause mitbringen muss, weil die sind jetzt alle. Die kann er heute Abend gleich mitbringen. So, wir sind 14 Tage da, das heißt maximal 14 Tage die Geschirrspülmaschine anschmeißen. Erstmal die alten Tabs, nee, die können wir hier verbrauchen, sonst mischen die sich da unter. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Okay, sind noch 3 übrig, die haue ich da mit rein. Das wird ja auch gleich meine Erinnerung noch fürs nächste Mal packen. So, dann haben wir hier Abwaschtücher. Ich mag die aus Vlies ganz gerne. Sven mag die aus Mikrofaser gerne. Und er hat dann auch, ihr wisst ja alle, er arbeitet im Reinigungsmittelgroßhandel. Ne? Da gibt es dann, rot ist glaube ich Toilette. Wenn er sieht, dass ich mit einem roten Lappen abwasche, kriegt er Flöhe, weil er hat das dann immer gleichgesetzt mit Toilette. Blau ist glaube ich Bad. Die sind jetzt hier auch noch unbenutzt, weil wir keine Endreinigung mehr machen. Früher haben wir immer Endreinigung gemacht und gelb ist zum Abwaschen. Die lasse ich auch so drin. Dann haben wir Spülschwämme, Mülltüten, ganz wichtig. Hier sind noch dänische Mülltüten, das sollte auch noch reichen. Dann haben wir hier eine Handseife drin, auch wichtig. Streichhölzer lasse ich auch drin. Die werden wir dieses Jahr vielleicht wieder brauchen. Die letzten Jahre haben wir es nicht gebraucht, weil wir im Dezember da waren. Das sind hier so Insektenfänger.
In unserem alten Haus hatten wir die immer lecker, lecker in Richtung Herd. Da haben wir ja so eine freistehende Küche. Da haben wir die dann da immer hängen gehabt, weil ich konnte das nicht haben beim Kochen, wenn ich dann irgendwelche Viecher um mich rumfliegen hatte. Und das ist auf der Insel da. Da sind so kleine Fliegen und gerade im Sommer. Und nee, ganz wichtig, Korkenzieher. Kabelbinder gehören bei uns auch ins Survival Pack, weil die würden wir garantiert vergessen. Hin und wieder bauen wir für den Transport bei den Fahrrädern hinten die Körbe ab. Und besonders mein. Svens ist, glaube ich, ohnehin leichter zu demontieren, aber meiner ist mit Kabelbindern festgemacht. Und dass ich den dann wieder anbauen kann, dafür haben wir die Kabelbinder. Dann habe ich hier noch so ein, das war, glaube ich, mal ein Werbegeschenk in meiner alten, ja, von meiner alten Firma, 2010, das Werbegeschenk. Das ist einfach nochmal ein Ersatzkorkenzieher. iPeak habe ich den schon gezeigt, der ist ganz wichtig. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Putzmittel drin. Eigentlich brauchen wir es nicht, aber für zwischendurch mal fix sauber machen. Ein Sanitärreiniger. Wir machen ja, wie gesagt, keine Endreiniger mehr. Ein Gastroreiniger, der ist quasi für Küche. Und Milizit. Ist auch so. Milizit. Ich glaube, ist so ein Allesreiniger. So eine kleine Flasche. Also das ist immer in unserem Survival Bag drin. Das sind Sachen, die wir auf alle Fälle immer brauchen. Ich weiß nicht, wenn ihr selber auch Dänemark-Urlauber seid oder überhaupt auch so in Ferienhäuser fahrt, habt ihr auch so eine Bag, die ihr im Laufe der Jahre dann als sehr wichtig erachtet habt, wo dann das Nötigste wirklich drin ist. Also die Putzmittel, die brauchen wir eigentlich nur nochmal für schnell zwischendurch. Wer klingelt denn jetzt? Moment. Wie gut, dass ich zu Hause bin, ne? Von FedEx. Das machen wir gleich noch. Ich habe einen Verdacht, was es ist. Was es sein könnte. Also wie gesagt, das ist unsere Survival Box. Ich weiß jetzt, was drin ist. Also die Geschirrspültabs haben wir nachgeräumt. Was wir noch brauchen, ist Waschmittel, weil wir waschen garantiert zwischendurch. Wenn wir im Sommerurlaub da sind, brauchen wir Waschmittel. Das werde ich mir gleich mal aufschreiben. Da muss Sven mal gucken, ob er ein Flüssigwaschmittel bei sich in der Firma hat, dass wir das mitnehmen können. Ansonsten füllen wir uns einfach ein bisschen Pulver ab, damit wir da nicht die große Packung mitnehmen, weil wie viel Waschladung werden wir machen? 3, 4 mit Badewäsche. Ne? Aber das ist so das Nötigste, was wir immer brauchen. Was ich noch einpacken muss, worüber ich mir noch Gedanken machen muss, ist dieses Jahr Backutensilien. Auf alle Fälle brauche ich eine Hefeschüssel. Da werde ich mir wahrscheinlich meine Seufzerschüssel mitnehmen. Oder ich habe so eine mit einem noch eine andere Plastikschüssel. Dann muss ich mir Mehl mitnehmen, Backtriebmittel, also Hefe. Das sind so die Sachen. Und dann brauche ich immer noch mal, das mache ich aber, wenn wir die Kühltasche packen, dann gehe ich hier noch mal durch, was ich an Messern brauche. Ich brauche grundsätzlich, da sind die Häuser meistens nie gut ausgestattet, ein Gemüsemesser und ein etwas schärferes Messer zum Fleisch schneiden, ein bisschen größeres zum Salat schneiden. Das packe ich mir dann immer alles noch mal mit zusammen, weil die Häuser da nicht so gut ausgestattet sind. Wie gesagt, in dem Haus, in dem wir sonst immer sind, da kenne ich mich einigermaßen aus. Da weiß ich, was da ist, aber ja. Aber das sind so die wichtigsten Sachen, wo wir festgestellt haben, das hat uns schon mal gefehlt. Ich werde vielleicht auch noch mal eine zweite Handseife mit einpacken, weil wir immer eine für die Küche und eine fürs Bad brauchen. Ich habe noch eine angefangene, die hole ich gleich mal. Hier habe ich noch eine angefangene, die kommt da gleich mal mit rein. Kerzen. Und dann fällt mir jetzt erstmal nichts weiter ein. Toilettenpapier und Haushaltsrolle sind auch immer die Erinnerung, dass wir uns nochmal welche mitnehmen. Also in einer normalen Packung. Aber das ist hier in dem Bag mit drin. Und Lebensmittel, Gewürze muss ich immer gucken, ne? Dass ich Pfeffer und Salz dabei habe. Dass ich Zucker dabei habe. Brauchte ich im letzten Haus gar nicht, da war so viel da. Aber ich habe hier zum Beispiel so eine kleine Zuckerpackung, die nehme ich mir mit. Die stelle ich mir schon mal mit hierher.
Das ist immer so die Planung bei dem Urlaub. Da ist es halt nicht nur Koffer packen, sondern da muss man dann auch immer nochmal gucken, Butter, Marmelade, Honig, also fürs Frühstück die ganzen Essentials, ne, dass man die mitnimmt, weil Dänemark ist schon teurer. Also erstens sind wir auf der Insel, dann hat Dänemark ja 20% Mehrwertsteuer und sie sind im Allgemeinen teurer. Das muss man sich natürlich nicht alles da kaufen, da können wir uns auch einiges mitnehmen und da werde ich im Laufe der Woche hier mal meine Liste weiterschreiben und die dann verfeinern zum Wochenende zum Einkaufen. Also so Lebensmittel wie Fleisch oder Gemüse oder sowas, das nehmen wir uns nicht mit, das kaufen wir vor Ort. Aber alles, was so Dauerbackwaren sind, hätte ich jetzt beinahe mal gesagt, aber so Mehl, Salz, Zucker, Gewürze, das muss ich nicht vor Ort kaufen. Marmelade habe ich ja selber gekocht noch. Also das wird so parallel meine Aufgabe in dieser Woche sein. Das stelle ich mal beiseite. Sven werde ich gleich antickern, dass er noch Spültabs mitbringt. Und jetzt gucken wir mal hier, was da drin ist. Ich vermute, vielleicht liege ich auch völlig falsch, dass das von... Steht nichts drauf. Origin Shipping, Ship Date... FedEx. Ich vermute, dass es von Stampin' Up kommt, weil ja dieses Jahr die Prämienreise nicht stattfindet. Wir haben die aber ausgezahlt bekommen und das kann man sonst auch, wenn man die Reise nicht antritt, kann man sich quasi einen Wert, der nicht dem Wert der Reise entspricht, aber einen Wert auszahlen lassen und bekommt auch die Pillow Gifts. Und da dieses Jahr die Reise ja nicht stattfindet, haben wir die Reise ausgezahlt bekommen, beziehungsweise hatten ja die Möglichkeit, die Reise im nächsten Jahr zu verlängern. Dadurch, dass wir aber Maui nicht fliegen, weil uns das einfach zu weit ist, haben wir uns auch im nächsten Jahr gegen die Reise entschieden und haben sie dieses Jahr dann quasi ausgezahlt gekriegt. Und dann sind das vielleicht die Pillow Gifts, die wir gekriegt hätten. Ich bin ja mal gespannt. Vielleicht liege ich auch völlig falsch, aber was soll es anderes sein? Hier ist ein Rücksendeschein. Made in Italy. Tiffany & Co. Nein, das ist nicht Stampin' Up. Doch, Stampin' Up. Ah, Leaders Summit. Wir haben... Während wir im Urlaub sind, haben wir eine Veranstaltung für Führungskräfte und die wäre vor Ort in New Orleans gewesen, aber durch das große C findet die natürlich nicht face-to-face statt, sondern in einer Online-Variante, wo ich ganz gespannt drauf bin, weil das mitten in der Nacht stattfindet, logischerweise durch die Zeitverschiebung. Also für mich mitten in der Nacht, 22 oder 23 Uhr sind die Übertragungen und dafür habe ich mich angemeldet, weil kann ja nicht schaden. Ob ich jetzt nach New Orleans geflogen wäre, weiß ich gar nicht. Ich war immer so zwiegespalten, ob ich es mache oder nicht. Und das ist das Päckchen und ich weiß nicht, was drin ist. Also wahrscheinlich wird das mit den Pillow Gifts wahrscheinlich dann erst nächstes Jahr kommen, sondern nicht dieses Jahr. Tiffany & Co. Ich weiß nicht, ob ich es zeigen darf. Wenn das neue Produkte sind, darf ich es natürlich nicht zeigen, aber ich glaube nicht. Oh, das ist hier 10-mal in Knackfolie eingepackt. Tiffany & Co. The Bubble Wrap Paging. Gott sei Dank bin ich zu Hause, weil FedEx, ich weiß nicht, ob die nochmal liefern oder wo die das dann hinterlegen. Also es scheint was sehr Zerbrechliches zu sein. Okay. Auch sowas natürlich jetzt von Dings sein muss. Es sind zwei Sektgläser mit Stampin' Up Logo. Hier ist das zweite. Wir sind heute vom Licht ein bisschen schwierig, aber das tut mir leid. Okay, wahrscheinlich soll man damit dann quasi zur Öffnungsveranstaltung sich Sekt eingießen.
die Mormonen trinken doch gar keinen Alkohol. Aber naja, sind zwei Sektgläser. Nur weil die keinen trinken, heißt das ja nicht, dass wir keinen trinken. Die werde ich jetzt aber natürlich nicht mit in den Urlaub nehmen, um da anzustoßen. Aber ist ja süß. Von Tiffany. Tiffany & Co. Cool. Da freue ich mich ja drüber. Und die Verpackung könnte ich ja glatt nutzen, um sie weiter zu verwenden. Gut, da steht jetzt Tiffany & Co. drauf. Da würde Sven ja etwas irritiert sein. Aber Sven hat ja Geburtstag, während wir auf Farnö sind. Da könnte ich ihm ja ein bisschen Geschenke einpacken. Ich weiß gar nicht, ob die da reinpacken, passen. Aber das werden wir sehen. Coole Nummer. Unboxing. Habt ihr jetzt gleich mal miterlebt. Wie gesagt, ich glaube, ich bin heute ein bisschen dunkel. Seht's mir nach. Aber das ist Vlog-Charakter, ne? Der ist immer nicht so ganz so professionell ausgerichtet. So, jetzt ist mir schon wieder warm. Jetzt ist es 21:45, knapp. 21:50. Ich werde mir jetzt noch einen Kaffee kochen, mich dann mal an mein Büro machen und dann nachher gegen Mittag mal rüber in die Werkstatt gehen und gucken, was die Lieferdienste so für mich haben. Oder Sven fährt nachher nochmal auf dem Rückweg bei Ingo vorbei und guckt, ob da was abgegeben wurde. Da unterstützen wir Nachbarn uns ja gegenseitig, dass wir da auch dem anderen mal das Päckchen entgegennehmen, wenn der jeweilige zu hat. Er hat ja mittwochs zu und ich bin ja montags meistens nicht da. Ja, cool. Ich bin gespannt auf das Event. Also das wird im Urlaub stattfinden. Über 2 oder 3 Tage immer abends die schalten. Dann werde ich mal gucken. Warum man jetzt allerdings so ein Return-Processing dabei hat, weiß ich nicht. Aber sehr schön. Champagnerflöten, Made in Italy. Da hätte ich es ja lesen können, wenn man des Englischen einigermaßen vielleicht... ist ja auch egal. Aber so ein Riesenkarton, ne, für 2 Sektgläser. Halleluja, aber der Karton ist sehr schön. Den werde ich bestimmt weiterverwenden. Mal gucken, ob da Stempelsets reinpassen. Wir werden es sehen. Also ich verabschiede mich jetzt erstmal hier schon, noch nicht ganz aus dem Vlog natürlich. Der Vlog, der aktuelle Vlog, es tut mir leid, dass ihr so dunkel seid. Vielleicht, wenn ich weiter hier rüber gehe, bin ich ein bisschen heller, ne? Den aktuellen Vlog habe ich ja gestern noch geschnitten. Der hat noch gewandelt und heute Nacht, als ich mal irgendwie um die Ecke war, habe ich ihn dann gleich zum Hochladen gesetzt. Den werde ich auch nochmal entbearbeiten und dann... In einer Woche sind wir auf Farnö. Ich kann das noch gar nicht glauben, dass das jetzt schon ran ist. Und es ist noch so viel zu tun bis dahin, also fange ich jetzt mal an. Mir schoss eben noch ein, wir haben ein kleines Waschmittel. Und zwar hat das mir mal Doro aus unserem Team, aus meinem Team geschickt. Und da ging es auch so um umweltfreundlich und so. Und das hatte sie bei Amazon bestellt, Sport und Outdoor. Wäschfunktion und Freizeitbekleidung. Also ich denke, das können wir gut als kleines Waschmittel nehmen. Und das ist wirklich handlich. Ne? Ihr seht hier meine Hand, die ist zwar groß und breit, aber das ist ein kleines handliches Waschmittel. Das können wir mitnehmen. Das werde ich gleich nochmal ins Survival Pack packen. Und 30, 60, 95, 20 Wäschen. Das denke ich reicht alle Fälle aus für den Sommer, für das, was wir da mal eben kurz durchwaschen. Das geht ja nur darum, mal die Strandbekleidung durchzuwaschen und vielleicht mal 1 oder 2 Handtücher. Wir wollen da ja jetzt keinen voll funktionsfähigen Haushalt mitnehmen, aber das einfach mal so, wenn wir zwischendurch mal Wäsche waschen möchten, dann kommt das mit. Yes! Man muss nur mal nachdenken, man hat so viel zu Hause, was man erstmal aufbrauchen kann. Ne? Das nehmen wir mal mit. Ich stehe immer noch in meiner Küche, aber es ist schon später am Tag. Es ist 3:15 und jetzt muss ich erstmal meine Küche wieder in Ordnung bringen. Weil ich habe vorhin noch fix Müll runtergebracht. Ihr wisst ja, ne, hier aus unserem Kämmerlein die Riesenberge Müll. Zwischendurch kam eine WhatsApp, war mein Neffe, der hat ja heute Geburtstag, mein großer Neffe war mit seiner Verlobten unterwegs. Da war Hamburg auf dem Schild und ich dann so, ach, sind sie in Urlaub unterwegs? Sven hatte dann noch, wir haben so eine Familiengruppe, hatte dann noch geschrieben, sollen wir die Betten beziehen? Und ich so, ja, die habe ich jetzt gerade weggeschmissen, ne, im Scherz. Und ich habe das überhaupt nicht für voll genommen. Und dann
habe ich den Müll runtergebracht, war noch einkaufen. Ich will für Sven heute noch Essen kochen, der braucht nochmal zweimal Essen für den Rest der Woche. Und dann habe ich mir Mittag gemacht, oder es lief zwischenzeitlich schon, mein Milchreis, habe ein bisschen meinen Mann geärgert und habe ihm dann geschrieben, so Milchreis isst er doch gerne, ne? Im Thermomix geht Milchreis echt schnell. Ich habe es jetzt nur noch mal fix auch mit einem Teller abgedeckt. Das ist noch ein oder zwei Portionen, die ich dann auch noch kalt essen kann. Und dann war ich gerade fertig mit Essen und saß so ganz gemütlich, klingelt's an der Tür. Hat ja heute schon mal an der Tür geklingelt. Paketdienst hatte ich ja heute auch schon mal. Dachte ich, was kommt denn jetzt? Wie gut, dass ich zu Hause geblieben bin im Homeoffice, ne? Ja. Stand mein Neffe vor der Tür mit Verlobter. Und die sind jetzt gerade wieder gefahren. Die machen nämlich heute eine Rundtour. Die haben sich ein Cabrio gemietet. Die kommen ja aus Berlin, haben sich ein Mini-Cabrio gemietet und machen jetzt eine kleine Rundreise. Haben hier bei mir angehalten. Hier sieht es aus wie wild. Das muss ich, wie gesagt, gleich erstmal aufräumen. Und jetzt fahren sie noch einmal kurz bei Sven auf der Arbeit vorbei. Und dann geht es über die Ostseeküste, wahrscheinlich nochmal bei Oma, also bei meiner Mutter vorbei. Morgen früh um 7 müssen sie das Auto wieder abgeben. Die heißt ihr erster Urlaubstag. Ich finde das cool. Aber... dadurch habe ich heute irgendwie nichts anderes gemacht. Außer mit euch zu schnacken, ein bisschen Haushalt. Aber am Rechner habe ich gar nichts gemacht. Und jetzt blinkt hier das Akku. Das heißt, da schaltet sich dann auch gleich wieder alles aus. Und ich werde jetzt erstmal die Küche auf Vordermann bringen und dann für Sven noch Essen kochen, damit ich wenigstens da einen Haken dran machen kann. Und dann wird hier heute nicht mehr viel passieren. Das ist mein Homeoffice-Tag. Aber ich habe mich gefreut. Wir sehen uns eh viel zu selten. Und jetzt haben sie eine Einladung ausgesprochen, dass wir doch mal nach Berlin kommen wollen. Sven möchte ja auch so gerne mal Kanu fahren. Stefan, mein großer Neffe, hat einen Gutschein geschenkt bekommen für einen Kanu-Ausflug. Man könnte das ja mal verbinden, aber ob das diesen Sommer noch klappt, ist ja dann nachher auch schon September, wenn wir aus dem Urlaub wiederkommen. Wir können ja nicht immer in den Urlaub fahren, ne? Geht ja nicht. Aber da sind wir eingeladen, da werden wir dann irgendwann mal auch aufschlagen und freuen uns da schon drauf. So, und mir ist warm, warm, warm. Sven macht gleich nochmal einen Abstecher im Laden für die Lieferung, dass er die beim Nachbarn rausholt. Die sollten inzwischen angekommen sein. Und dann sehen wir zu, ich sitze hier in Hemd und Schlüpper. Aber es bleibt ja in der Familie. So, Küche. Und dann kochen. Und dann nochmal Küche. Und dann ist Sven da. Also, wir sehen uns die Woche irgendwann nochmal. Das soll es hier nicht gewesen sein. Aber jetzt muss ich mich dann erstmal wieder ein bisschen um meine Arbeit kümmern. Weil jetzt habe ich noch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und da habe ich noch genug zu tun. Inklusive Videodreh. Also vielleicht melde ich mich auch erst wieder zum Wochenende hin. Also, macht's gut und bis bald.
immer noch warm in Deutschland und deswegen sitze ich auch immer noch etwas freizügig hier. Aber zumindest sitze ich heute schon mal wieder in der Werkstatt. Ich unterbreche gerade meine Büroarbeit und meine Videoproduktion, weil ich merke, dass die Kommunikation und die Diskussion unter meinem letzten Vlog ein bisschen zu entgleisen drohen. Nun ist ja eine Woche später im Vlog darauf zu reagieren auch nicht unbedingt die prompte Entscheidung, aber deswegen habe ich heute auch schon relativ viel auf Kommentare geantwortet. Natürlich muss ich mich nicht rechtfertigen für meine Meinung und kann gewisse Sachen hier auch stehen lassen, aber ich möchte bitte gegen eins intervenieren. Es wird unterstellt, dass hier andere Ansichten nicht akzeptiert werden würden. Würden sie nicht akzeptiert werden, das möchte ich dazu sagen, würden sie von mir gelöscht werden. Dadurch, dass ich sie öffentlich stehen lasse, demonstriere ich auch als Administrator dieser Community, dass ich diese Meinung durchaus auch akzeptiere. Man muss nicht immer einer Meinung sein. Ihr interveniert ja auch gegen meine Meinung, ich äußere hier meine Meinung und ihr tut eure gegenteilige Meinung kund. Da könnte ich euch ja auch unterstellen, dass ihr meine Meinung nicht akzeptiert. Es ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Ja, es ist auch eine komplett neue Situation. So eine Situation hatten wir noch nie. Wir hatten Anfang des letzten Jahrhunderts die spanische Grippe, die über Europa hinweggefegt ist und die hat auch genug Todesopfer gekostet. Aber so eine weltweite Pandemie hatten wir noch nicht. Das heißt, wir testen natürlich, für uns ist das alles Neuland. Alles ist komplettes Neuland. Und wie gesagt, nur weil jemand eine andere Meinung hat, heißt das ja nicht, dass er die Meinung von euch nicht akzeptiert. Also wie gesagt, ich habe eine Meinung, ihr habt eine andere Meinung. Damit unterstelle ich euch aber nicht, dass ihr meine Meinung nicht akzeptiert, sondern ich sehe, ihr habt eine andere Meinung. Und natürlich argumentiere ich dann auch dagegen, weil ich habe einen Standpunkt. Ich lasse mich natürlich auch belehren. In dem Moment, wo aber Community-Regeln hier gebrochen werden und die sind klar durch YouTube aufgestellt, und auch andere Leute aus der Community beschimpft werden, wenn sich im Ton vergriffen wird oder aber wenn sich hier Verschwörungstheoretiker breit machen, werde ich diese Kommentare löschen. Und zwar ohne vorherige Ankündigung und ohne dies zu rechtfertigen, weil das möchte ich einfach hier nicht. Wir können über gewisse Dinge diskutieren und wir können auch unterschiedlicher Ansicht sein. Das ist das Leben in einer Demokratie. Das ist einfach so und hier darf jeder auch seine Meinung haben. Aber Verschwörungstheoretiker und irgendwelche Pseudo-Doktoren hier anzuführen, halte ich für den falschen Weg. Es tummelt sich ganz viel im Internet und zwar ganz viel auch Fake und ganz schräge Gedanken. Und deswegen, jetzt ist hinter mir gerade irgendwie in der Wäscherei nebenan ein bisschen Action. Ich hoffe, ihr hört davon nicht ganz so viel. Deswegen werde ich diese Dinge hier löschen, weil ich möchte mein Wohnzimmer, meine Plattform nicht hergeben für diese Verschwörungstheoretiker. Das ist genauso, wenn sich irgendwelche Impfgegner und Leute, die sich in ihren Rechten beeinträchtigt fühlen und diverse andere Splittergruppen in Berlin auf die Straße begeben und gemeinsam mit Rechten marschieren. Es ist sicherlich nicht gewollt, dass sich Rechte da untermischen, das will ich auch gar nicht unterstellen. Aber wenn ich zu einer dieser Splittergruppen gehören würde und ich würde dort demonstrieren gehen und ich würde sehen, dass sich rechte Gruppen darunter mischen und das ausnutzen, wäre ich als allererstes von dieser Demonstration weg, weil ich möchte nicht mit rechten Gruppierungen in Verbindung gebracht werden. Und das Recht auf Demonstration hat in Deutschland jeder, aber unter den gegebenen Umständen mit Maske und Abstand. Und wenn das nicht eingehalten wird, wir haben nun mal diese Vorschriften, die können wir nicht negieren, die gibt es und die gibt es sicherlich auch aus gutem Grund. Und ob man jetzt die Maske für sinnvoll erachtet oder nicht, die Zahlen in Deutschland sprechen, glaube ich, ein eindeutiges Ergebnis. Ich muss mir nur im Vergleich die Zahlen von Italien, von Frankreich, von Spanien, den USA, von Argentinien und Brasilien angucken, von Russland, von all diesen Staaten muss ich mir nur die Zahlen angucken und dann einfach mal meine Zahlen dagegen setzen. England. Und dann setzen wir einfach mal die deutschen Zahlen dagegen. Nur der Umstand, dass wir glimpflich durch diese erste Welle gekommen sind,
heißt doch noch lange nicht, dass es dieses Virus nicht gibt oder dass es nicht gefährlich ist. Also den Rückschluss zu ziehen, sorry, da gehe ich nicht mit und da könnt ihr hier gegen andiskutieren, so viel wie ihr wollt. Ich möchte das Thema aber hier immer mal wieder wachhalten, einfach um zu sagen, wir haben dieses Problem noch, es ist nicht gelöst, aber ich möchte da jetzt keine dauerhafte Diskussion draus machen. Das ist sicherlich nicht mein Empfinden, aber es ist natürlich so, ich sehe in meinem täglichen Leben Dinge, wo ich sage, das verstehe ich einfach nicht. Und dass man da einfach mal ein bisschen mehr den Fokus drauf hat und vielleicht auch drauf achtet. Dieser Vlog spiegelt meine Gedankenwelt, mein Leben wieder. Und wenn ich eine Meinung habe, denke ich, darf ich die hier auf meiner Plattform auch kundtun. Das tun andere auch, das tun auch Verschwörungstheoretiker, obwohl ich mich nicht dazu zähle. Jetzt rede ich mich gerade so ein bisschen im Kopf und Kragen. Ich setze mich gerade auf eine Ebene mit Verschwörungstheoretikern. Yay! Dazu führt das schon mal, ne? Also, wie gesagt, hier werden andere Meinungen durchaus akzeptiert. Hier wird auch diskutiert. Das ist nun mal so, wenn zwei verschiedene Meinungen aufeinandertreffen oder drei oder vier verschiedene Meinungen aufeinandertreffen, wird das auch diskutiert. Aber ich möchte, dass wir uns weiterhin an die Community-Regeln halten, dass wir sachlich und freundlich miteinander umgehen, dass niemandem hier irgendwelche Verbalattacken entgegengeschleudert werden, dass jemand beschimpft wird oder sonst irgendwas. Da werde ich definitiv eingreifen, ohne das weiter zu rechtfertigen. Und Verschwörungstheoretiker haben in meinem Zuhause, in meinem virtuellen Zuhause, keinen Platz. Das ist die Ansage, soweit solltet ihr mich auch kennen. Und wenn hier immer wieder weiter solche Leute zitiert werden und guck mal hier und guck mal da, werde ich auch diese Kommentare zukünftig löschen. Das ist mein Hausrecht, davon mache ich Gebrauch und hier bestimme immer noch ich, was hier läuft und was hier nicht läuft, weil es ist meine Plattform. Ansonsten macht bitte eine eigene Plattform auf der ihr dann kundtun könnt, was euch im Kopf rumgeht. So. Ich hoffe, das klang jetzt nicht zu harsch, denn so war es nicht gemeint. Ich wollte nur einfach nochmal an die Community-Regeln erinnern, dass wir hier freundlich und sachlich miteinander umgehen, dass wir einander wertschätzen und dass wir vielleicht auch nochmal Denkanstöße weitergeben. Die nehme ich auch gerne auf. Warum auch nicht? Das ist eine Situation, die kennen wir alle noch nicht. Wir lernen da alle draus. So, und jetzt arbeite ich weiter. Es gibt viel zu tun, dadurch, dass mir gestern der Tag dann doch verloren gegangen ist. Muss ich ein bisschen aufholen. Ich sehe ein bisschen durchgerockt aus, aber es war heute ganz angenehm. Ich war den ganzen Tag hier oben. Gegen Nachmittag zog ein bisschen Regen auf. Es scheint jetzt auch zu regnen. Es sieht schon so dunkel aus. Ist auch schon 6:30. Also ich mache jetzt auch meinen Rechner aus und gehe nach Hause. Das sind noch ein paar Nachfragen für Bestellungen. Das heißt, da habe ich soweit an Bestellungen rausgehauen, was noch rauszuhauen war. Morgen muss ich noch Rechnungen schreiben, ein paar Pakete packen. Morgen ist Mittwoch. Friseurtermin habe ich am Freitag. Yay, es hat noch geklappt, Gott sei Dank. Ich habe schon arge Befürchtungen gehabt, aber hat noch geklappt. Freitagmorgen 9 bin ich beim Friseur. Sven will am Freitag die Wohnung durchwienern. Er wollte eigentlich die Woche über jeden Abend ein Zimmer machen, aber der ist im Moment auch so durch. Ich meine, der fährt ja bei den Temperaturen auch noch 20 Kilometer Rad am Tag, ne? Das heißt, ich werde morgen ein bisschen Zeit haben, Video zu drehen. Was muss ich denn noch drehen? Ich habe noch 3 Scrapbooking am Freitag zu drehen. Mit den Kreativvideos, da habe ich heute noch eins gedreht, bin ich durch. Schminki muss ich noch 1 die Woche irgendwie, das 1000 Abonnenten Spezial. Da habe ich heute Morgen noch 1 gedreht. Also wir können fast in Urlaub fahren. Ich kann ja auch, das Licht ist heute ganz gut hier, ne? Ich kann ja auch im Urlaub noch schneiden. Das muss ich mir immer vor Augen halten, dass ich ja im Urlaub auch schneiden kann und im Prinzip jetzt nur abdrehen muss, fotografieren muss. Und den Rest im Büro machen kann. Ich werde mir einiges an Büro mitnehmen müssen, zum Beispiel meine Steuer. Aber ich denke mal, dann so 1-2 Stunden am Tag werde ich arbeiten. Ich kann ja nicht ohne, wisst ihr ja. Und Dänemark, wisst ihr auch, nehme ich mir eigentlich immer den Rechner mit und ich bleibe auch für euch per E-Mail erreichbar. Ich bin telefonisch nicht erreichbar, bin ich im Moment sowieso schwer und weil ich immer in irgendeinem Videodreh hänge. Und am besten immer per E-Mail und im Urlaub sowieso. Ich kann mit dem Support, wenn irgendwelche Reklamationen sind, es häuft sich im Moment wieder, dass falsche Pakete bei euch ankommen. Ich weiß nicht, ob das System umgestellt wurde, ob neue Mitarbeiter eingestellt wurden. Das weiß man immer nicht, dann passiert das gerne mal. Es kommt immer mal so ein Schüben. Da kann ich auch mit dem Support
entweder telefonieren, mittlerweile sind sie telefonisch wieder erreichbar, E-Mail schreiben oder auch chatten. Das funktioniert alles. Videodreh habe ich eben noch eingedreht, weil nämlich, oh, ganz überraschend, ja, wenn man es bestellt hat, kommt das natürlich ganz überraschend, aber heute ist das gekommen und das hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel, das Paper Pumpkin, es gibt nämlich wieder ein Paper Pumpkin, hier auf dem europäischen Markt, das ist so ein Sonderkit und zwar nennt sich das Sonne pur und das habe ich mir bestellt und das habe ich mir in Deutsch und in Englisch bestellt, weil ich nicht genau wusste, wie die deutschen Texte aussehen. Die englischen konnte man einsehen, aber die deutschen nicht und deswegen habe ich mir das Deutsche und das Englische geholt, habe da eben ein kurzes Unboxing gemacht, um euch zu zeigen, was ist da drinne und werde auch und habe auch nochmal die Karten einmal durchgebastelt, das werde ich aber als Zeitraffer einfach mal so laufen lassen, die Sachen, die vorbereitet sind. Mir fehlt leider jetzt vom Urlaub ein bisschen Zeit, Alternativprojekte zu entwickeln, weil wie gesagt, ich habe es heute erst gekriegt und mein Zeitplan ist wirklich bis Freitag ganz straff durch, da darf nichts dazwischen kommen, nachdem ja gestern so mein Neffe und meine anverlobte Nichte vor der Tür standen, ungeplant. Dadurch komme ich ein bisschen in Schleudern, aber Familie darf das. So. Ich habe auch alle vier Karten einmal durchgebastelt in Deutsch, weil es nämlich in Deutsch einen Spruch gibt, scheint die Sonne heute noch heller. Sunshine brighten your day ist das, glaube ich, in Englisch. Also in Englisch funktioniert der Text so bei uns nicht so ganz alleine stehend. Deswegen habe ich da nochmal dieses nur für dich dazugesetzt. Das ist im Original nicht vorgesehen. Das ist eine Karte. Das ist eine Karte, habe ich da ein bisschen gematscht. Ja, bin ich jetzt mit meinen Klexi-Fingern drauf gekommen. Ich sehe übrigens auch aus wie ein Schulkind, ne, heute. Ich habe mit Füller geschrieben. Das ist die zweite Karte. Die dritte Karte, wirklich ganz einfach zu machen. Und die vierte Karte. Und dann kann man natürlich auch noch ein bisschen den Karton verschönern. Und gedacht ist das eigentlich, dass man jemanden lieben eine kleine gelbe Freude macht, eine Sonnenscheinfreude. Packt ein paar Bonbons rein, eine Gesichtsmaske, so gelbe Sachen, was man so findet. Eine Handcreme, irgendwie sowas. Kein Zitronen-Klostein, das kommt nie gut, aber ein bisschen was Süßes oder so findet sich bestimmt und schenkt das einfach einer netten Person. So kann man den Karton nämlich gleich weiterverwenden und das finde ich echt schön. Und wofür ich es mir auch geholt habe, ich habe überlegt, willst du es haben oder willst du es nicht haben? Was soll ich mit so viel Karten? Aber ich glaube, dass man mit den Texten und auch mit den Motiven, ihr habt ja hier auch diese kleine Sonne und ein bisschen Hintergrund und das Hallo und Sonnenschein und Smile in Englisch, das seht ihr in dem Video, den englischen Text, da gibt es ein Smile, das geht für Scrapbooking immer und so kleine Stempelsets packt man sich auch gut mal weg zu seinen Project Life Sachen oder für Scrapbooking und das Stempelset lässt sich wirklich super gut weiterverwenden und ganz ehrlich, ich habe einen Sonnenschein zu Hause, der bald Geburtstag hat und da werde ich dem sicherlich nochmal eine Karte damit basteln. Also wenn ihr Lust habt, es kostet irgendwas, Originalpreis 26 Euro, minus 3%, ihr wisst, Mehrwertsteuersenkung, ich glaube 25 Euro noch was kostet das. Ihr könnt euch entscheiden zwischen Deutsch, Französisch und Englisch. Die Artikelnummern schreibe ich euch auch hier nochmal mit in die Infobox für alle drei Sets. Ich weiß gar nicht, ob es einen Flyer gibt, den verlinke ich euch dann auch gerne nochmal mit da rein. Und was ich heute auch noch gesehen habe, um euch da mal so ein bisschen zu updaten, ich habe vor, mein Blog ist sehr vernachlässigt, da ist noch nicht mal der aktuelle Katalog drauf, das findet ihr aber auch auf der Stampin' Up Seite alles. Ich werde über den Urlaub meinen Blog endlich mal aktualisieren und da die richtigen Daten draufsetzen. Und es gibt nämlich ein neues Einstiegsangebot. Ich habe es bloß heute ganz kurz gesehen, ich habe mich da noch nicht rein vertieft. Es wird ein Einstiegsangebot für Demonstratorenstarter, also wenn ihr euch entscheidet, selber Demonstrator zu werden, wird es ein Einstiegsangebot geben. Das findet ihr dann auch auf dem Blog. Und wenn es schon aktuell ist, verlinke ich euch das auch nochmal hier unter der Infobox. Da habe ich heute bloß einmal kurz überflogen, da habe ich mich nicht rein vertieft, weil ich andere Sachen zu tun hatte. So, mein Mann ist schon zu Hause und jetzt ist es 20 vor 7 und ich denke, ich mache jetzt auch Feierabend. Ich bin echt ein bisschen durch, wir schlafen im Moment nicht so gut. Die letzte Nacht war von den Temperaturen gar nicht so schlimm, aber es war draußen unheimlich laut. Also es sind irgendwelche wilden Horden durch die Gegend gezogen, auf der Straße war richtig viel Lärm. Das hat gedauert, bis wir da zur Ruhe gekommen sind und ich träume im Moment wieder so wirres Zeug. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwas scheine ich zu verarbeiten. Deswegen wird heute Abend ist glaube ich auch Fußball Champions League, Tuchel gegen, warte mal, Saint-Germain,
gegen, also die Franzosen gegen, französisch, ich glaube Paris, ne? Gegen RB Leipzig. Aber ich denke, mehr als die erste Halbzeit werden wir uns nicht leisten können. Sven hat schon gesagt, am Morgen spielt, glaube ich, Bayern. Und die haben ja Real Madrid, Atletico Madrid, so weggepfeffert mit 8-2. Da habe ich am Boden gelegen und geschlafen. Aber ich habe das alles mitgekriegt. Ich habe jedes Tor gehört. Die haben die ja so weggefegt und da Champions League für Sven, hat er gesagt. Und wenn er an seinem letzten Arbeitstag am Donnerstag mit solchen kleinen Klüschen in der Firma rumläuft, da ist im Moment eh nicht so viel los. Das Spiel guckt er sich auf alle Fälle an. Heute Abend, denke ich mal, werden wir nur die erste Halbzeit, wenn überhaupt, gucken. Morgen früh um 5 klingelt bei ihm ja wieder der Wecker. So, deswegen werde ich jetzt mal hier meine Sachen zusammensuchen. Meine Sonnenbrille brauche ich heute gar nicht. Weil scheint keine Sonne. Es regnerisch draußen. Es tut auch mal ganz gut. Es kam heute selbst ohne Ventilator hier mal so eine frische Brise entlang. So, dann werde ich das Video morgen noch da noch die Fotos für machen und das Video morgen früh gleich schneiden, damit das dann als Mittwochsvideo hochgeladen werden kann. Und dann noch die Scrapbooking-Videos morgen im Laufe des Tages und ein bisschen Büro und dann kriegen wir das irgendwie hin, dass ich hier am Donnerstag wirklich meinen Stift fallen lassen kann, wenn nichts Fingers crossed dazwischen kommt. Und dann geht's ab in den Urlaub. Und habe ich das schon erwähnt, ich werde auch im Urlaub weiter erreichbar sein per E-Mail. Kann nur sein, dass es ein bisschen länger dauert, aber das seid ihr ja schon gewöhnt von mir. Und in Dänemark sind wir ja immer, haben wir ja Internet. In dem Haus hoffentlich auch. In dem anderen sind wir ja immer schon angemeldet. Da betreten wir den Raum und wir sind im Internet, im WLAN. Das meldet uns da schon automatisch an. Aber dieses Jahr haben wir ja ein anderes Haus. Mit Whirlpool. Mal gucken. Okay, es soll nicht so heiß werden. Das ist schon mal gut, weil dann sind auch die Fische safe. Die haben sich an ihren Futterautomaten schon richtig gut gewöhnt. Außerdem wird Jonny immer mal wieder in der Wohnung vorbeikommen und wir haben ja da auch unsere Cams installiert und dann, dass da nichts anbrennt. Also wir können ja immer von unterwegs auch gucken, wie es zu Hause aussieht und auch, wie es hier im Laden aussieht. Genau. So. Ich sehe hier irgendwie so richtig so nackig aus, ne? Aber ich habe was an. Versprochen. Feier. Wo ist der Knopf? Da. Wisst ihr was? Ich habe wieder kurze Haare. Ich war heute Morgen beim Friseur. Das hat ja Gott sei Dank noch geklappt vor dem Urlaub. Das heißt, mein Nacken ist wieder schön frei. Da kann die Nordseeluft also gut an meinem Hals vorbeiströmen. Es ist heute auch glatt mal Regenwetter, das heißt, ich bin heute mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und war tatsächlich nass. Das letzte Mal war Regen angesagt und ich bin zu Fuß gegangen, es hat nicht geregnet. Diesmal war so Mischi-Maschi angesagt, ich bin mit Fahrrad gefahren und es hat geregnet. Ist aber halb so schlimm, aber es ist trotzdem noch so drückend warm. Aber soll ich euch noch mehr sagen? Ich habe meine Arbeit geschafft, zumindest das, was noch auf dem Zettel stand, für dringend zu erledigen. Es ist jetzt Freitag, gleich 2:30 und ich habe gerade die letzte Bestellung noch rausgejagt, die Geburtstagspost geschrieben. Meine Mädels kriegen jetzt alle, die bis 6. September Geburtstag haben, haben jetzt dann alle schon ihre Post im Briefkasten, also in den nächsten Tagen. Und ich habe durchgesaugt, ich habe aufgeräumt, ich habe meinen Schlüssel weitergegeben, falls Lieferungen kommen. Den DHL-Boten habe ich heute auch erwischt. Gestern wollte er ja mein Zeug nicht mitnehmen, wollte wiederkommen, ist natürlich nicht wiedergekommen. Aber heute habe ich ihn mir gegriffen. Es war auch ein anderer, es kommt hier mittlerweile jeden Tag ein anderer. Und der hat Gott sei Dank alle Pakete mitgenommen, es waren einige, das heißt, da bin ich auch auf Stand. Yay! Svenny? Hatte heute hier, ich kam zurück vom Friseur, ist mein Mann im Laden und ich denke so, hör, was machst du denn hier? Ja, hat die Kaffeemaschine noch urlaubsfertig gemacht, Pappe weggebracht und hat hier den Laden eingehütet, falls DHL in der Zeit kommt. Das ist nämlich auch nicht abzusehen, wann die hier kommen. Das heißt, ich kann jetzt abschließen, ich habe durchgesaugt, ich habe den Abwasch gemacht, Müll rausgebracht, einmal Müll muss ich noch von unten rausbringen. Und dann kann ich meinen Trolley packen, meine Sachen mit nach Hause nehmen, dann gehe ich noch einmal am
Postschließfach vorbei, am Briefkasten vorbei und dann ist Schicht im Schacht. Ich habe um 15.30 Uhr noch ein Webinar. Das kann ich mir aber auch von zu Hause angucken. Und ich bin am Überlegen, wann ich diesen Vlog hier schneide, der ja auch nur aus Sabbelei bestand, weil wir ja, normalerweise schneide ich ja am Sonntag immer den Vlog, lad ihn oder lass ihn dann über Nacht wandeln und lad ihn nächsten Tag hoch. Wir kommen ja aber erst am Sonntag in Dänemark an. Und es kann auch sein, dass wir erst um 17 Uhr das Haus bekommen, weil durch das große C natürlich die Reinigungsroutinen ein bisschen aufwendiger sind und das alles ein bisschen länger dauert. Deswegen haben wir schon die Nachricht bekommen, dass das sein kann, dass wir das Haus nicht bis 14, sondern vielleicht erst bis 17 Uhr bekommen. Und dann ist ja natürlich Ankommen, Einrichten. Wir haben ja dann auch schon einen langen Tag hinter uns. Das kann also sein, dass wenn ich den Vlog jetzt nicht mehr schneide, er erst am Dienstag online geht. Das werdet ihr ja dann gesehen haben, wenn ihr ihn jetzt seht. Also je nachdem, was dann für ein Tag ist. Aber so ist es dann halt mal jetzt in dem Moment. Und das ist auch okay. Und ja, und wir haben schon Bescheid bekommen von Danibo, dass über die Verhaltensregeln auf der Fähre, weil ja neulich irgendwie mal jemand sagte, die Dänen würden die AHA-Regeln mit Füßen treten. Ich habe heute auch mit meiner Friseurin nochmal gesprochen, die im Juni oder Juli mit ihrer Familie in Dänemark im Urlaub war. Ja, man muss beim Einkaufen da keine Maske tragen, aber sie achten sehr auf Händedesinfektion und auf Abstand. Es ist also nicht so, dass sie das mit Füßen treten. Und wir haben jetzt die Nachricht bekommen, dass wir auf der Fähre, die Verhaltensregeln auf der Fähre, wir müssen ja nochmal so 15 bis 20 Minuten von Esbjerg rüber nach Farnö mit der Fähre fahren, dass man im Auto sitzen bleiben soll, die ganze Fahrt über die Maske tragen soll und sich halt nicht auf der Fähre bewegen darf. Das heißt, da sind die Dänen sogar strenger als die Deutschen, weil als wir auf dem Prival waren, mussten wir von Travemünde zwar nur 5 Minuten, aber trotzdem auch mit der Fähre rüber. Und da durfte man das Auto verlassen. Man musste zwar auch Maske auf der Fähre tragen, aber man durfte das Auto verlassen. Wie gesagt, da sind die Dänen in dem Punkt ein bisschen strenger. Wir brechen mal die Lanze für die Dänen. Und wie gesagt, wir machen ja einen Urlaub auf eigene Faust. Also da habe ich jetzt wenig Bedenken. Ich glaube, wir wissen uns da schon an die Regeln zu halten. Ja, und jetzt werden wir, ich werde dann quasi nach Hause mir das Webinar angucken und danach werden wir sicherlich einkaufen gehen oder spätestens morgen einkaufen, damit wir dann morgen das Auto packen können, Koffer packen können. Also morgen ist Packtag. Ich hatte noch ein paar Ergänzungen für unseren Survival-Koffer. Ja, und dann gucken, ich werde heute noch mal Jürgen und Renate sind nochmal angefüttert, die italienische Mama auch. Die italienische Mama werde ich aber teilen und einen Teil mitnehmen. Das heißt, den werde ich auch nochmal anfüttern. Und Jürgen und Renate bleiben hier. Und Mehl habe ich heute Morgen schon mitgenommen zum Brötchen backen. Das hat Sven schon mit nach Hause genommen. Dann werde ich meine Backutensilien noch zusammensuchen in Ruhe und dann mal gucken, was ich mir an Klamotten mitnehme. Könnt ihr den ganzen Urlaub nur nackt da durch die Gegend rennen? Nein, ich bin kein Nudist. Das bin ich überhaupt nicht. Aber das heißt, ich könnte jetzt mal meine Sachen nehmen und mich langsam gen Heimweg auf den Weg machen. Urlaub. Coole Nummer. Endlich ist es soweit. 2 Wochen und ich habe mir so viel Arbeit mit eingepackt. Naja, ich werde ja sehen, in welchem Mut ich drinne bin, wie das so flutscht. Vielleicht am Tag 2-3 Stunden, mal gucken. Vielleicht ist es aber auch so, dass ich komplett alle Systeme runterfahre und nur nochmal nach Bestellung oder so gucke. Alles andere schaffe ich dann auch noch in den 4 Tagen. Also Steuer ist ja hauptsächlich, dass ich mir die mitgenommen habe. Das schaffe ich auch, wenn wir am 6. wiederkommen. 7., 8., 9., 10., das sind 4 Tage. Das könnte ich schaffen. Ich nehme es mir erstmal mit. Vielleicht haben wir auch ganz schlechtes Wetter und bevor wir uns auf den Keks gehen, kann ich auch arbeiten. Nein, ich werde es nicht übertreiben, es ist halt auch Urlaub, ne? Aber ihr wisst ja, so ganz ohne geht bei mir nicht. Dazu muss ich richtig weit weg.
Und am besten kein Laptop, Handy oder sonst irgendwas mit dabei haben. Okay, ich mach mal hier aus. Vielleicht mache ich hier auch schon den Cut, dann seid mir nicht böse, dass es noch nicht mehr Bilder gibt. Ich melde mich dann von Dänemark aus wieder. Je nachdem, wann ich den Vlog schneide, vielleicht blende ich mich auch nochmal mit ein. Ansonsten beende ich den Vlog an dieser Stelle. Die wilde Sabelei, diesmal war es ja gar nicht so wahnsinnig viel. Und dann sehen wir uns in Dänemark, aus Dänemark wieder. Also, macht's gut und bleibt gesund. Bis bald.